Genau, 19 dürfen wir endlich wieder aufsperren. Ich hoffe, dass die Leute wieder freien. Das motiviert halt schon, wenn einfach mehr Leute da sind. Also auf das freue ich mich. Probier mal nur mit dem unteren nochmal starten. Oder du mit dem linken Tritt, das ist wurscht. Dann machst du Dreieck. Wenn es schon da ist. Ja, Vollfahrt. Ich werde euch schon geben. Warte, lass mich probieren. Entweder da oder da. Ja, warum eigentlich nicht, gell? Hi. Hi, hast du kurz Zeit? Ja. Okay. Ja, das ist ja Selbstläufer. So, erste Frage, obligatorisch. Wie lange habt ihr denn jetzt zu schon? Boah, wie lange haben wir zu gehabt? Seit 3. November bis 19. 6,5 Monate. Ja, genau. 19 dürfen wir endlich wieder aufsperren. Und jetzt sind wir alle schon ganz psyched und dann Boulder bauen, bereiten das Ganze vor. Ja. Der Winter jetzt war schon zart, weil wir sind davon ausgegangen, wir haben die ganze Halle neu geschraubt und sind davon ausgegangen, ja, im Dezember sperren wir wieder auf. Und dann ja, im Jänner wird sie schon ausgehen. Und jetzt ist es Mitte Mai. Geht so, ne? Ja. Wir haben ja am Wochenende den Jugend-Europa-Cup und da wird diese Halle als Aufwärmhalle verwendet und das nutzen wir gleich zum Publikumspolderschrauben. Ist das auch was, auf das du dich am meisten gefreut hast jetzt, das Polderbauen wieder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was mir am meisten gefällt hat im Winter eigentlich auch und was mir auch ein bisschen die Motivation genommen hat. Das ist vielleicht eine Parallele zum ersten Lockdown, da war das auch schon so. Die Halle ist leer, es ist alles voll mit Polder, aber es hat mir überhaupt nicht gereizt, reinzugehen und da irgendwas zu machen. Ja. Leere Halle, null Bock auf gar nichts gehabt. Und das Klimmzug-Game ist gleich stark wie beim ersten Lockdown, oder? Meins? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, da waren schon mal bessere Zeiten da. Aber es ist ja, man kommt ja wieder schnell rein und mit dem, ich merke auch schon heute allein beim Boulderbauen, dieser Workflow, du bastelst, du testest und probierst und es gibt dann einfach auch ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Ja. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man Projekte hat. Ich glaube, das verbindet ja eh alle ziemlich in dem Sport, oder generell im Sport, dass man auf ein Ziel hinarbeitet. Und die Ziele sind jetzt vor Augen und wieder da und darum macht es auch gleich viel mehr Spaß. Schau, wie sick. Oh. Dann sind wir schon da. Die Leute, die trainiert haben im Winter, die haben eh trainiert, oder? Und die, also am Fingersaft wird es nicht scheitern. Es geht eher darum, dass wir die Leute animieren wollen, dass sie sich wieder bewegen. Wie der Jan so schön gesagt hat, wo man sich ein bisschen bewegen muss. Ne? Vielleicht auch mal mit den Haxen. Das müssen wir wieder lernen alle zusammen, glaube ich. Oder nicht, wer weiß, vielleicht kennen sie alle. Ja, da ist. Was ist in den letzten Monaten passiert? Es war ziemlich lang Stillstand, weil ja nicht richtig klar war, was passieren wird. Und wann es weitergeht oder wann wieder öffnet wird. Du hast aber sonst da Routen gebaut, oder? Nicht im Blockhaus, sondern warst du unterwegs? Genau, ja. Öfters einmal in Innsbruck. Schon, es ist halt cool, wenn man wieder ein bisschen mal umkommt. Damals in Innsbruck hat es mir auch sehr gefreut, da war ich lang in Graz und es hat sich so angefühlt, als würde halt da ein bisschen Stillstand eintreten, ist es auch gewesen. Es war ziemlich cool, umeinander, ein bisschen umeinander kommen und wieder woanders sein. Und ein bisschen das Gefühl, dass man für sich selber weiterbringt. Für mich ist es interessant, wenn ich irgendwo anders Boulder baue oder Routen baue mit irgendwem anderen zusammen. Und dann fühlt es sich an, als würde das weitergehen. Auf was fleißt ihr jetzt? Ihr macht jetzt in 1,5 Wochen auf. Zuerst ist einmal der Jugend-Europa-Cup. Ich glaube, es wird ganz angenehm sein. Und dann werden wir noch ein bisschen vorbereiten und Boulder bauen in dem Teil der Halle für die Wiedereröffnung. Ich hoffe, dass sie die Leute wieder freien und nicht und wieder kommen. Oder ich hoffe, dass es so gestaltet, vielleicht, dass sie die Situation ein bisschen normalisiert und die Leute wieder erfreut haben. So.
Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorher ändern wollte. Also alles, weil es viel zu schwer war. Das vorher so machen. Kennst du das bei den Sitcoms? Am Anfang im Intro, wenn die Leute vorgestellt werden und sie drehen sich so um, schauen in die Kamera und fühlen sich so adapt und lachen dann so. Hat es nicht funktioniert? Na. Okay, scheiße. Aber wir können es ja nochmal nachstellen. Ja, passt. Wie ist es gegangen in den letzten Monaten? Ja, gut. Ich habe ja das Privileg, dass ich weiter da trainieren darf. Deswegen habe ich eh immer was zu tun. Die Wettkampfsaison hat schon angefangen? Ja, es war ein bisschen ein holpriger Start, weil ich ja Corona gehabt habe davor. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen, aber es war auf jeden Fall cool, dass wieder Wettkämpfe waren und dass es einfach wieder mal ein bisschen losgegangen ist mit ein bisschen Action. Also es hat sich irgendwie echt länger gezogen als gedacht. Ich bin einfach noch voll schnell müde und schnell außer Atem. Also ich ist noch leider noch immer nicht 100%, aber es geht bergauf. Was freust du dich am meisten? Also es war schon cool, allein zu trainieren, aber irgendwie auch ein bisschen fad. Das motiviert halt schon, wenn einfach mehr Leute da sind. Mhm. Also auf das freue ich mich. Viel Spaß noch beim Testen. Danke. Und bis zum nächsten Video. Yes, bis bald.